Der Tanz in den Mai ist zwar schon 2 Wochen her, doch tanzmüde ist man in Spandau noch lange nicht. Der SC Siemensstadt lädt zum großen Spandauer Sportlerball und es zieht wieder mehr als 700 tanzbegeisterte Gäste ins Sportzentrum Siemensstadt. Der Spandauer Sportlerball vom SC Siemensstadt ist natürlich ein großes, wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Aber vor allen Dingen ist er natürlich für alle tanzfreudigen Paare die Gelegenheit, auf einer großen Tanzfläche das ganze Repertoire einmal auszutanzen und insofern bei allen sehr beliebt. Es verspricht, ein bunter Tanzabend zu werden. Wieder mit dabei das international bekannte Tanzorchester Christoph Sanft, das im Ballsaal mit seiner großen Auswahl von Standard-, lateinamerikanischen und Disco-Fox-Tänzen begeistert. Im Tango-Saal spielt das Quintetto Angel und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Über 2 Jahre hat man auf diese Momente warten müssen, doch es hat sich gelohnt. Es war eine lange Wegstrecke für uns und wir haben oft gefragt uns selbst, sollten wir es machen oder nicht. Ganz viele Karten sind erst in den letzten 3 Wochen verkauft worden, aber am Ende war dann doch die Überzeugung auch der Mitarbeitenden, wir machen das, die richtige, und das sieht man einfach hinter mir, wie die Zuschauer einfach begeistert sind und tanzen. Auch für das richtige Showprogramm ist gesorgt. Denn wer nicht das Tanzbein schwingen möchte, der kann sich ganz entspannt zurücklehnen, wenn das Show-Reverse-Team des SC Siemensstadt eine große Auswahl seines Könns zum Besten bringt. In einer von Berlins größten Sporteinrichtungen wird an diesem Abend nicht nur Show, Tanz und Feier vereint. Es ist Spaß, Freude und vor allem ein großes generationsübergreifendes Miteinander. Ich bin selber Tänzer und finde es einfach faszinierend, zuzuschauen, mitzutanzen, und die Stimmung ist wunderbar. Tanzmüde ist man in Spandau also sicherlich noch lange nicht, denn im Sportzentrum Siemensstadt wird noch bis früh in die Morgenstunden um 2 Uhr heiter weitergetanzt und gefeiert. Und womöglich sogar noch auf dem Weg nach Hause.